Servus und hallo, liebe Freaks, liebe Fans, Borussia Bamberg TV, der Saisonrückblick, zweiter Teil nach Chris Senkfelder vor ein paar Tagen. Heute mit dem Headcoach, mit Johan Rojakas. Johan, Google sei Dank habe ich gelesen, dass es in Holland ein anderes Notensystem als in Deutschland gibt. Ihr habt 10 ganz oben, 5 in der Mitte und 5 reicht zum Bestehen und alles, was drunter ist, ist richtig schlecht. Wenn du jetzt die Saison in ein holländisches Notensystem packen müsstest, wie viele Punkte würdest du ihr geben? Ich glaube, dass wir uns dann ein 7 geben. Ich denke, dass wir in die Champions League eine gute Leistung gebracht haben. Ich denke, dass wir da auf die falsche Zeit zu viele Verletzungen hatten in die zweite Runde. Das Heimspiel, das wir verlieren, die Umtausch auch am Anfang. Ich denke, dass man immer am liebsten mit einem Heimspiel die zweite Runde anfängt. Aber am Ende bin ich sehr zufrieden, wie wir da aufgetreten sind mit Big Wins in Karisaka, in Bilbao. Zu Hause gegen Karisaka mit einer Top-Leistung. Aber auch natürlich Saragossa, was vielleicht das zweite beste Spiel von der Saison war. In die Liga glaube ich, dass wir ziemlich nah ran waren an unser Ziel, ja, die Halbfinale. Ich denke, dass wir unsere Chance hatten, um die Halbfinale zu erreichen. Aber da hatten wir, glaube ich, Spiel 2 für uns müssen entscheiden. Wir hatten da unsere Chance. Ich glaube wirklich, dass die Breaker war, die Foul auf die Dreier von Smith. Da liegen wir 6 vorne, dann kann man Kontrolle über das Spiel nehmen. Und dann glaube ich auch, dass wir das Spiel gewinnen. Natürlich muss man auch sagen, dann geht Ludwigsburg mit einer anderen Auslage, andere Energie, andere Intensität in Spiel 3 rausgehen. Aber wir waren dieses Jahr zu Hause sehr stark. Nicht für nichts natürlich, dass wir Spiel 3 und 4 gewinnen zu Hause. Was mir ein bisschen disappointing war unsere Auswärtsleistung. Ich glaube, dass wir nur in die Liga 6 Spiele gewonnen haben. Das muss besser. Und dann geht es mich nicht so viel um, dass wir nur 6 eigentlich gewonnen haben. Aber da waren für mich zu viele Spiele dabei, wo wir nicht mit der richtigen Energie und Intensität gespielt haben, die ich mich vorhabe. Ich hoffe wirklich, dass das nächstes Jahr anders ist. Es war eine ganz eigenartige Saison. Also du hattest keinerlei Zuschauer, du hattest auch kein direktes Feedback in der Halle. Also am Ende, ich glaube, du hast das ein, zwei Mal auch in Interviews gesagt, ist es komplett egal, ob du gegen den Ersten, gegen den Letzten spielst, ob du ein Trainingsspiel hast, Vorbereitungsspiel. Am Ende ist die Stimmung in der Halle immer die gleiche. War das vielleicht auch so das ein oder andere Problem, eventuell auch mental, dass von außen dann auch der Push gefehlt hat? Also ich persönlich glaube und bin fest der Überzeugung, wenn wir Zuschauer in der Halle gehabt hätten, dann wäre das ein oder andere Spiel anders ausgegangen. Ja, dann hatten wir vielleicht zu Hause 1 oder 2 mehr gewonnen, weil ich glaube noch immer, dass wir zu Hause eine gute Leistung gebracht haben. Wir haben 4 Spiele gewonnen. Aber ich glaube auch, ja, dass wir das Bayreuth-Spiel vielleicht nicht verlieren. Da hatten wir einen guten Start. Dann kann man einen Zurückfall bekommen, aber nicht so, wie wir das gemacht haben in das Spiel. Aber ich glaube eigentlich am meisten, dass das auswärts, dass auch Auswärtspublikum hilft auch ein bisschen für Motivation. Es war für mich auch die erste Mal im Playoffs, dass wir gefühlt haben, okay, wir spielen Basketball in einer richtigen Basketballstadt, ja, in Freak City. Das war richtig geil und das hat uns wirklich einen Push gegeben. Ich glaube, es kann sogar sein, wenn die Supporters nicht uns welkom heißen für das Spiel. Ich weiß nicht, dass wir dann so eine Leistung abbringen. Das war wirklich für uns das erste Mal, okay, das Basketball lebt hier. Ich hoffe, dass wir das nächstes Jahr vom Anfang an ein bisschen mehr beleben. Natürlich, das hängt nicht ab von den Fans und so. Hoffentlich lassen die Zahlen das zu, dass wir wieder so schnell wie möglich, so viel wie möglich Fans in die Halle haben. Ich will gar nicht auf einzelne Spieler eingehen. Die Saison ist vorbei, aber trotzdem, gibt es für dich den positiven Spieler, also der die beste Entwicklung genommen hat in der letzten Saison? Oder sagst du am Ende, wenn man sich die Viertelfinalserie anschaut, dann hat es kollektiv einfach richtig gut funktioniert?
Ja, ich denke, dass das Kollektiv sehr gut funktioniert hat. Sehr sicher in die Playoffs, wenn man guckt, dass wir mit Devin Hall, unserer Leistungsträger, der dann ausfällt am Ende. Glücklich hatten wir dann eigentlich, dass das Pokal noch gespielt moeten werden, sodass wir ein bisschen Training hatten, dass wir konnten umstellen. Und die Mannschaft hat das super gemacht. Ich glaube auch, dass unsere deutsche Kern sehr stark aufgetreten ist in die Playoffs. War das, kurze Unterbrechung, vielleicht dann sogar ein Vorteil für die Playoffs, dass Devin raus ist? Also Vorteil in Anführungsstrichen, weil das Team dann nochmal enger zusammenrücken musste? Ja und nein. Ich glaube doch, dass es schön war, wenn wir in Spiel 2 Devin am Ende den Ball konnte geben, dann hat er wahrscheinlich da etwas gut mitgemacht. So, man kann auch sagen, da wirklich brauchen wir Devin Hall. Und wir haben auch die ganze Zeit gesagt, wir mussten 10 Punkte besser sein als Ludwigsburg, um das Spiel mit einem Angriff zu gewinnen. Und glaube auch, dass das wirklich das Fall war im Spiel 4. In Spiel 2 waren wir vielleicht besser, aber war es zu nah ran, um so zu sagen, beide Mannschaften. Und dann müssen wir einen Go-To-Guy. Natürlich, unsere Philosophie war das ganze Jahr, that our go-to-guy is the open man. Ich glaube auch, dass wir das sehr gut gemacht haben. Viel Ballbewegung in die Halfcourt. Wir hatten sehr viele Spiele gehabt, wo unsere Topscorer vielleicht 14, 15 Punkte hat. Wir hatten niemals einen Topscorer mit plus 30 oder so. Das ist nicht unser Ziel. Man hat das auch gesehen mit der Assist Percentage. You know, we were third in the league there. So, es hat uns geholfen, dass Devin nicht da war, in dem Sinn, dass wir spielen schon das ganze Jahr als the go-to-guy, als open man. Aber im Spiel 2, dann sieht man, dann braucht man jemanden, der man den Ball kann geben und da etwas gut mit kann machen. Und das hatten wir da nicht. Jetzt hast du gerade schon angesprochen, die deutschen Jungs an und für sich, glaube ich, eine richtig gute Entwicklung genommen. Mhm. Würdest du da nochmal einen rausheben wollen oder sagst du, die 3, 4, also Kenny, Chris, Dom und Bennett, war so wirklich konstant nach oben bis Ende? Ja, ich denke, dass man da keinen muss rausnehmen, weil alle haben ihre starke Spiele gemacht, alle sind in das Saison gewachsen. Jetzt das Ziel ist natürlich mit Ken und Dom und Chris, die bis jetzt zurückkommen, dass sie das nächste Jahr noch konstanter und noch mehr von Anfang an machen. Es ist nicht einfach, weil sie haben wirklich die set the bar high, aber wir gehen es versuchen. Ich würde gerne ein Spiel trotzdem noch rausgreifen wollen, weil du gerade gesagt hast, wir hatten keinen, der über 30 gemacht hat, doch in einem Spiel hatten wir einen, okay. Weißt du? Alba Berlin. 40 Minuten Christian Senkfelder. Ja, ja, ja. War das von vornherein dein Plan, den wirklich 40 Minuten draufzulassen oder hat sich das für dich aus dem Spiel heraus oder dann im Spiel erst ergeben? Ja, das hat sich so entwickelt. Das ist niemals das Plan. Man guckt immer durch das Spiel, was funktioniert nicht. Ich hatte das Gefühl, dass wir nicht ohne Chris konnten. Ich habe dann wirklich meine Timeouts immer genommen zwischen 6 und 4 Minuten, sodass Chris dass eigentlich... Dass er mal durchschnaufen kann. Genau, dass er ein bisschen Pause hat. Aber ich glaube, dass wir schon in... Ich denke, dass Anfang 3., 4. war für mich klar, okay, wir können nicht ohne Chris. Er spielt einfach zu gut. Und dann haben wir, ich glaube, dass ich dann gegen ihn gesagt habe, Chris, heute wird es durchspielen. Und er kann das einfach, er hat einen Big Motor. Ich glaube auch nicht, dass das einzige Mal dann war. Ich glaube, es ist noch einige Male nachher ist passiert. Chris ist so, und er ist auch, das Gute ist, er kann 4 und 4, 5 spielen. Er kann uns ein bisschen ein anderes, wie sagt man, Spielziel geben auf die 5. Das wird auch nächstes Jahr so sein. Es ist natürlich immer 40 geht leider nicht, aber ich glaube, dass das nochmal passiert. Ja. Jetzt ist die Saison vorbei. Du fährst, das kann man ja auch sagen, oder fliegst jetzt zügig in den Urlaub. 2 Wochen lang, wie kann ich mir bei dir Urlaub vorstellen? Also du liegst dann am Pool und denkst 2 Wochen lang überhaupt nicht am Basketball, 24 Stunden am Tag, oder du hältst es eigentlich nicht mal einen Tag aus?
um nicht an Basketball und die kommende Saison und die Mannschaftszusammenstellung zu denken? Na, wir müssen die Mannschaft zusammenstellen jetzt. Sehr sicher, die deutschen Spieler sind jetzt Priorität. So, ich bin da jeden Tag mit beschäftigt. Das ist wichtig, weil die Arbeit geht durch, 7 Tage pro Woche. Aber so, wenn es Off-Season ist, dann hat man nicht so die, wie sagt man, gesetzliche Zeiten. Also du fängst da nicht wie hier unter der Saison früh um 7 an und gehst abends um 6 hier raus, sondern genau, gemäßigter. Aber ja, man muss auch am Abend so ein bisschen arbeiten, weil wenn man mit Agenten von Amerika redet, dann hat man das Zeitunterschied. So, dann kann man muss man auch später arbeiten. Aber das ist alles okay, das ist... Basketball ist mein Leben, ich liebe das auch. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich gearbeitet habe. So, am Ende ist das alles okay. Dann Dankeschön, schönen Urlaub und wir sehen uns zur neuen Saison. Dankeschön. Dankeschön.